Bei Parkinson fehlt ein Botenstoff im Gehirn. Die Parkinson-Erkrankung ist eine Erkrankung des Gehirns, eine Systemerkrankung, eine spezielle Zellpopulation, die sogenannte Substantia nigra, ist ein Zellverband, der nicht mehr ausreichend einen Botenstoff produziert. Und das tritt auf im Alter. Wir haben eine Alterung dieser Zellpopulation und die führen dazu, dass es irgendwann mal nicht mehr ausreichend ist und dann bekommen wir den Parkinson. Der klassische Symptome des Parkinson ist Rigor, Tremor und Akinese. Das heißt, das sind Patienten, die sich schlecht bewegen können. Die haben so eine hakelige Bewegung. Sie haben so eine wechselnde Bewegung, Pillendreherbewegung nennt man das auch, mit einer Frequenz, das kann man ganz gut sehen. Und sie sind nicht mehr gut beweglich. Sie haben so einen schlürfenden Gang und haben eine nach vorne gebeugte Körperhaltung. Die Krankheit wird behandelt mit Medikamenten. Man versucht, diesen Botenstoff wieder zu geben, beziehungsweise einen Stoff zu geben, der die verbleibenden Zellen noch unterstützt und den Botenstoff, der noch da ist, verstärkt. Das ist die eine Therapieoption. Die zweite Therapieoption ist natürlich Physiotherapie, Bewegung, Training.